los. Unsere Kinder ist dann schon. Ihr seid bereit? Jawohl! Wir wollen euch einmal hinter die Kulissen blicken lassen, um euch zu zeigen, wann und wo ein Stuntman, so nennt man ein Double, bei Film, Fernsehen oder Shows zum Einsatz kommt. So, jetzt brauchen wir einen Riesenapplaus für unser Stunt-Team! So, was braucht man alles für Voraussetzungen, um Stuntman werden zu können? Habt ihr einen gehört? Nein, ich verrate es euch. Also, die körperlichen Voraussetzungen sind natürlich klar, Fitness ist wichtig, Koordination. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass sich hier unsere Stuntmen nicht gegenseitig verletzen, sich also vertrauen können. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen anhand einer kleinen Durchführerei. Wer hat das? Zwei Stuntmen brauche ich. Drei sind das schon mehr? Doch, komm, bitteschön. So, also, man nimmt also zwei Stuntmen. Dann legt man die Schläge fest, haben wir vorher gemacht, und mal ein bisschen mit Abstand. Und bitte. So sieht das Ganze schon viel echter aus. Allerdings von der Seite habt ihr es wahrscheinlich gesehen, die Jungs treffen sich ja gar nicht. Ja, die schlagen sich ganz knapp an der Nasenspitze vorbei. Deswegen bitte ich euch, dreht euch doch mal. Ihr stellt euch jetzt vor, mit an die Kamera, ne? Wir drehen hier so eine kleine Action-Sequenz. Jetzt seht ihr mal noch von unten bzw. von der Front auf den Stuntman und dann sieht man nicht mehr ganz genau, treffen die sich oder treffen die sich nicht. Aber es hat natürlich noch was gefehlt. Habt ihr eine Idee, was hat noch gefehlt? Soll nicht nur echt aussehen, sondern auch echt klingen. Wer hat eine Idee? Ja? Soundeffekte, jawohl! Da haben wir hier unsere Techniker. Drückt ihr ein paar Schläge dazu. Und bitte. So sieht einer richtige kleine Schlägerei aus. Ja, jetzt sah das vielleicht von außen so einfach aus, wie zu so einer fertigen Schlägerei. Jetzt frage ich doch mal, könnte ich jetzt theoretisch eine Dame aus dem Publikum nehmen, die darf dir mal reinhauen? Ja, ist selbstverständlich. Wenn ich mir eine reinhauen, können wir Marcel eine reinhauen. Den Marcel eine reinhauen. Wunderbar, der freut sich. Alles klar, jetzt brauchen wir mal eine Dame. Frau, wer hat los? Wer möchte mal so eine richtige Ohrfeige verteilen? Sie da vorne vielleicht? Nein? Sie da? Ja? Alles klar, einmal mal nach vorne kommen. Alles klar, darfst dich widersetzen. Immer noch ein Riesenapplaus, hast du super gemacht. Ja, eine kräftige Rechte hat sie drauf. Wunderbar. So, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, ne? Das war jetzt kein echtes Blut. Das können wir uns gar nicht leisten, so viel ist dann im Gegenteil ungeheuer. Das war eine Filmblutkapsel. Gehe ich hier mal durch, könnt ihr euch alle anschauen, am Schluss wieder zu mir zurück. Das wird gerne verwendet im Film und Fernsehen. Da ist so ein kleines bisschen Filmblut drin, sieht ganz spektakulär aus. So, wir haben noch eine Filmsequenz für euch vorbereitet. Fluch der Karibik, sage ich nur. Und wir gehen hier rüber und ich sage Film an. Also ihr habt gehört, verschiedene technische Sätze werden mit zum Einsatz gebracht, um eben hier diese Kanonenexplosionen zu simulieren. Wichtig ist natürlich immer, dass man die Absprache einhält zwischen dem Stuntman und den Technikern, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Das wollen wir euch jetzt auch noch zeigen. Wir haben hier einen Sprung vorbereitet, da ist so ein kleiner Pyro-Effekt dran. Seid ihr bereit? Wir sind schon wieder so gut wie am Ende angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zeigen, wann und wo man einen Stuntman braucht, was man für Voraussetzungen braucht, um Stuntman werden zu können. Für die Kleinen von euch bauen wir jetzt gleich nochmal das Trampolin und die Matte auf. Dürft ihr nochmal ein paar Sprünge machen. Kommt einfach mit nach vorne. Bei den anderen darf ich mich verabschieden. Schönen Tag noch, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.